Arbeit Stifter. Ich bin 48 Jahre alt, arbeite seit 11 Jahren hier, habe das im Prinzip auch mit aufgebaut, die Thermomeran, die neue Thermomeran. Wir haben ca. 100 Mitarbeiter. Meine Inputs hier sind zuerst einmal nur den Markt abklären. Bevor man startet, muss man verstehen, was will der Kunde, was ist der Kunde bereit zu bezahlen und welche Produkte will der Kunde. Wenn man das einmal abgeklärt hat, vielleicht auch mit einer kleinen Marktforschung, muss nichts Großes sein von einer Universität, aber das kann man auf alle Fälle machen. Und das Zweite ist, man muss natürlich rechnen können. Das heißt, ich muss mir schon kalkulieren, welche Kosten habe ich. Wie kann ich einen Gewinn machen? Was muss ich an Steuern bezahlen? Das ist ganz, ganz wichtig und wird oft sehr unterschätzt, der sogenannte Businessplan. Ein absoluter wichtiger Punkt. Und der dritte Bereich ist, es braucht natürlich sehr viel Passion und Durchhaltefähigkeit. Das heißt, Sie brauchen die Passion und das Durchhaltevermögen, dass Sie auch einen längeren Atem haben. Kurzfristig ist es sehr schwierig oft, aber wenn man ein, zwei, drei Jahre durchhält, dann läuft das Ganze. Wenn ein Mitarbeiter bereit ist zu lernen. Wenn man zum Beispiel von der Universität abgeht, dann meint man ja, man weiß alles. Dann fängt das Lernen erst an. Man hat das technische Rüstzeug, absolut, aber man fängt erst an, das Ganze in der Praxis zu lernen.